Ja, wie immer. In meinen Wochen, Monaten, Jahren in meinem Outdoor-Camp bin ich auch im Winter in der Regel nackt zu einem 5 Minuten Rundgang um meinen Wohnwagen unterwegs. Und gerade komme ich von der Dusche und ja, tut mir gut. Ich gehe so alle 2 bis 3 Tage hier duschen, meist mitten in der Nacht oder morgens um 5 oder so. Da ist auch wirklich kein Mensch da, aber ich verliere gleich auf die Fresse, denn der Winter bleibt zwar in einer Light-Version, so wie der Lockdown light, so ist auch gerade der Winter hier light, aber lieber light wie kein Winter. Und es sieht ganz danach aus, dass es heute bei jetzt aktuell -2 Grad über Tags soll es hier in meinem Basislager auf der Höhe nicht über 0 Grad gehen. Und das bedeutet, ich kann weiter ein bisschen Wintersport machen, mit Zipfelbob fahren, mit den Hunden Spaß haben hier rum. Toll. Und überhaupt ist Winterfeeling für mich immer 1000-mal besser wie Nebel, Scheiß und anderes Wetter. Und ja, jetzt freue ich mich wie üblich, wie jeden Morgen auf meinen schönen Kaffee in meinem kuscheligen, warmen Pennerlager, in meinem Wohnwagenlager. Und ja, überlege mir meine nächste Laberstory. Hab noch einiges auf Lager zum Labern. Okay, jetzt liege ich wieder auf meinem Pennerlager, habe meinen frischen Kaffee. Meine Hunde liegen bei mir. Das Leben ist schön. Es geht mir den Umständen entsprechend immer gut. Und heute will ich mal keine hochdramatischen Unfälle oder Krankheiten oder Operationen oder sonst was Spannendes erzählen, sondern eigentlich aus meiner Sicht was Todlangweiliges. Nämlich, ich will mal ein bisschen über meine Fahrzeuge berichten. Meine Fahrzeuge vom ersten bis heute zum letzten Tag. Der Anlass dazu liegt schon etwas länger zurück. Vor einiger Zeit hat mein Freund Ingo aus Lübeck, Hansebeiger, satte 4 Jahre älter als ich und Minivan-Fan. Das heißt, Ingo baut seit einigen Jahren kleine, mittlere und immer größere Autochen, um zu Penner-Autos, zu komfortablen Minivans, zu Mini-Camper-Vans. Und vor einiger Zeit hat er mir den Vorschlag gemacht, ich sollte doch mal einfach hergehen, meinen ganzen Rotz verkaufen, meine Boote, meine Kanus, meine Segelboote, meine Autos, meine Wohnwagen. Einfach verkaufen, denn das sei doch alles nur Ballast, mit dem ein alter Mann wie ich doch eigentlich gar nichts mehr anfangen kann. Und stattdessen sollte ich mir doch so einen schönen, netten, lieben, kleinen Bus kaufen, wie er das gemacht hat. Und zum Minivan umbauen oder wenn ich dazu zu doof bin oder das nicht kann, würde er mir dabei zur Seite stehen. Das fand ich ganz lieb, das fand ich ganz toll. Zeigt aber knochenhart, dass Ingo, der ja schon 2-mal hier im Westerwald war, einige Tage, der mit der Samira und mir in den Cevennen war, noch nicht so ganz geschnallt hat, wie ich eigentlich ticke. Und das kann man eigentlich jetzt so ganz gut, wie ich ticke, anhand meiner Autos mal kurz auflisten. Also in jungen Jahren hatte ich überhaupt kein Geld. Null Geld, das heißt, ich hatte keinen Führerschein, kein Auto. Ich glaube, bis zu meinem 25. Lebensjahr, da habe ich jetzt Führerschein gemacht. Bin auch prompt beim ersten Mal durchgefallen, weil ich fast einen Fahrradfahrer in der Gießener Innenstadt umgenietet hätte. War ziemlich bitter, war meine einzige Durchfallprüfung in meinem Leben. Dann hatte ich einen billig VW-Käfer, absolut, ich hatte eigentlich immer nur Autochen, die noch 2 Jahre TÜV hatten, nicht teurer sein durften wie 1000 D-Mark, dafür 2 Jahre TÜV. Und so bin ich eigentlich viele, viele Jahre gefahren, hatte dann auch schon in den Ende der 70er Jahre einen
Wohnanhänger, einen Wohnwagen, gemeinsam mit meiner Schwester, meinem Schwager. Der stand hier auch im Westerwald, normalerweise auf einem Dauercampingplatz, war aber mobil, konnte jederzeit dort abgeholt werden, abgezogen werden. Für Reisen von meiner Schwester mit Familie und von mir mit Familie. Gezogen habe ich damals den Wohnwagen mit einem Ford Taunus, der auch schon 10 Jahre alt war. War ein Knaller, aber da fällt mir gerade eine Story zu ein. Mit diesem Ford Taunus und 2 Kleinkindern bin ich unterwegs in die Toskana. Und kurze, ja, nach einer Pause irgendwo auf der Höhe des Gardasees fahre ich dann in den Abendstunden weiter. Ich bin immer nachts gefahren, damit die Kinder pennen konnten im Auto und nicht gemeckert und gejammert haben. Und irgendwann auf der Apennin-Autobahn stelle ich fest, dass mein Licht immer schwächer wird am Auto. Und ich denke, leco mio, was ist denn das für eine Scheiße? Und dann war das Licht ganz alle. Und da wusste ich schlagartig, was es nur sein konnte. Und diese Apennin-Autobahn hatte früher und hat auch heute noch nicht einen Pannenstreifen, sondern immer nur so Pannenbuchten. Und ich sehe im letzten Moment noch eine Pannenbucht, ziehe da rein. Pannenbucht aber verdammt kurz, weil vor mir noch ein LKW in der Pannenbucht stand, der da eigentlich gar nicht parken durfte. Aber so ist das in Italien, habe ich neulich wieder gesehen. Sämtliche Pannenbuchten sind aufgrund von Parkplatzmangel für LKW sind die Pannenbuchten vollgesät nachts. Okay, Schock hoch 3. Der Wohnwagen steht noch auf der Fahrbahn fast. Nicht ganz, aber mit einem Drittel etwa. Und Licht aus, alles aus, Feierabend, keine Warnblinkanlage. Und dann mache ich, Idiot, den allergrößten Fehler, weil ich wusste, was es ist. Nämlich Robin, der damals schon laufen konnte, es war 1980, schätze ich mal, hatte im Wohnwagen die 2 Knöpfe umgestellt, nämlich die Stromversorgung des Wohnwagenlichtes und des Wohnwagenkühlschranks auf Autobatterie, praktisch auf Autoversorgung. Und die Lichtmaschine dieses alten Taunus, Ford Taunus, war absolut nicht in der Lage, den Kühlschrank des Wohnwagens zu versorgen. Das heißt, die Autobatterie wurde immer mehr leer gelutscht, dadurch wurde das Licht immer schwächer und dadurch kam es nicht zum Stillstand, aber am Autoschlüsselbund, der im Zündschloss des Ford Taunus steckte, befand sich der Wohnwagenschlüssel und ich, Idiot, mach das Auto aus, und um an den Wohnwagen zu kommen und den Schalter umzulegen, und das war natürlich dumm hoch 3, dann standen wir mitten in dunkler Nacht auf der Apennin-Autobahn, Wohnwagen zu einem Drittel noch auf der Autobahn, keine Warnblinkanlage, keine Hinweise auf unsere Panne. Und ich als erstes in der erste Reaktion, ab, raus aus dem Wohnwagen, raus aus dem Auto, hinter die Leitplanke. Ich mache einen Satz über die Leitplanke und wäre bald 1000 Meter runtergedüst. Denn wir standen auf einer Brücke, wo es fett runterging, also nichts in Deckung gehen. Jetzt erinnere ich mich gerade wieder dran, was das für eine Scheiße war. Und jedes Mal, wenn ich solche Storys erzähle im Rahmen meiner Story-Serie und fange an zu erzählen, dann kommen Erinnerungen hoch, die eigentlich schon längst weg waren, die ich schon verdrängt hatte, die mich eigentlich nicht mehr in meinem Leben genervt haben, aber gerade fällt es mir wieder hammerhart ein. Also nochmal, 2 kleine Kinder, Wohnwagenspann mit Auto ohne funktionsfähige Batterie, Auto startet nicht mehr, Batterie leer, keine Warnblinkanlage, nichts. Das Einzige, wo ich dann Hoffnung hatte, irgendjemand muss mich fremd starten und das möglichst schnell. Also ich habe Gott sei Dank gute, neue, lange Fremdstarterkabel gehabt, rausgeholt, parat gelegt, vorne schon die Motorhaube aufgemacht, die Starterkabel an meine Batterie angeklemmt und gebetet, dass jetzt der Nikolaus oder wer auch immer vorbeikommt und sagt, oh, die brauchen Strom.
Ja, und dann bin ich fast eingepennt auf dem Fahrersitz, während Astrid mit den Kindern hinter mir saß. Schlafen konnte man eigentlich nicht, wir waren total aufgeregt. Und dann kommt tatütata die Feuerwehr. Nein, nicht die Feuerwehr, ein Polizeiauto. Macht volle Kanne Licht und Warnblink und Tralala an und Blaulicht. Bleibt neben uns stehen. Ich zeige auf die Kabel. Ich habe selten Polizisten wirklich so gut und schnell und sauber astrein funktionieren sehen. Bingo, sie machen ihre Motorhaube auf. Klemmen meine Überspielkabel an und 2 Sekunden später sprengt meine Karre wieder an. Die Polizisten grinsen und sagen: Okay, go on, please. Und ja, natürlich, wir sind weitergefahren. Und ich bin dann die ganze Nacht weitergefahren, um immer mit dem Ziel, die Batterie wieder aufzuladen. Okay, das war ein Ford Taunus. Auch ein Gebrauchtwagen. Später hatte ich noch einen Audi 60. Ich hatte mehrere Käfer. Den ersten Campingbus hatte ich dann auch wiederum im Kontext zusammen mit meiner Schwester Schwager. Das war ein VW-Bulli mit einfach Bett reingebaut, wie das damals üblich war. Statt Rückbank kam so ein Klappteil da, Ding, Bum, Bang, Peng. Da war da hinten ein Bett drin mit Matratze. Dieser Bulli war schon cool. Der hatte sogar schon ein Dachträger, wo ich ein Kanu draufladen konnte. Also mit dem Pennerauto, mit dem Camping-Bulli waren wir etwa 2 oder 3 Jahre unterwegs, bis mein Schwager das Ding wieder verkauft hat, weil es allmählich durchrostete. Dann ja, etliche Jahre Wohnwagen gespannt und mit Ford Taunus. Danach bot mir ein Kumpel, den ich jetzt neulich schon mal erwähnt habe, der Erich vom anderen Campingplatz, der versierte Schweißer von Edelstahl, der einen Eissurfer gebaut hatte und auch alle anderen möglichen Sachen baute, der verkloppte mir seinen Mercedes 206 für 5000 D-Mark. Uraltes Teil, also beim Kauf schon 20 Jahre alt, aber was für mich immer zählt. Diesel, klar, hat dieses Wohnmobil, dieser Campingbus eine Heizung. Ja, sagt der, nagelneue Druma-Heizung. Und das war für mich schon mal immer die halbe Miete. Das heißt, mit diesem Mercedes 206 baugleich mit Hanomag sind wir, und wir waren damals eine weitere Lebensgefährtin, die auch ein Kind hatte mit 3 Kindern, also sind wir insgesamt 70.000 Kilometer in Europa unterwegs gewesen, auch öfters zum Wintercamping im Stubaital. Und dieses Auto, dieser Mercedes 206, hat natürlich auch ein paar Macken. Und die Macke Nummer 1 bestand darin, dass man ihn ewig lange vorglühen musste. Und ab minus 6 Grad sprang die Karre eigentlich nicht mehr an, weil das Vorglühen nicht lange genug war. Und da kam ich auf die geniale Idee. Ich habe einfach eine zweite Versorgungsbatterie immer dabei gehabt. Nachdem die erste verbraucht war zum Vorglühen, habe ich schnell umgeklappt, die zweite dazu, und dann sprang die Karre mit Beten auch gelegentlich an. Aber war eine schöne Zeit mit diesem Mercedes 206. War ein super Windsurf-Auto, ab nach Holland und, wie er gerade erwähnt, auch sehr, sehr oft Wintercamping in den Alpen, obwohl das Ding wirklich nicht isoliert war. Ich erinnere mich an Situationen, wo wir die Heizung volle Kanne anhatten, haben nie gefroren, weil das Ding, eine Druma 3000er Druma-Heizung, hat super funktioniert. 2 5 Kilo Gasflaschen in einem Gas Kasten, dazu immer auch noch 2, 3, 5 Kilo Gasflaschen zusätzlich auf dem Heckträger eingepackt in Beutel, dass man sie nicht als Gasflaschen erkennen konnte. Ja, und dann kam es öfters vor, dass mein Schlafsack morgens an der Außenwand festgefroren war. Einfach die hohe Luftfeuchtigkeit, die nicht isolierten Außenwände, die waren dann so, sagen wir mal, minus 3 Grad. Innen drin war es 12, 15 Grad. Hohe Luftfeuchtigkeit, und dann setzte sich das Kondenswasser, wie bei vielen Campingautos, eben in den Kältezonen ab, und dort bildete sich Raureif.
Das hatte ich übrigens später auch bei anderen, viel teureren Fahrzeugen, wo sich eben in Kältezonen bei langem Wintercamping ja, so eine Art Eisschicht ansetzt wie in einem Kühlhaus. Bedeutet aber nicht, dass es so kühl war, wie es aussah. Nach diesem Hanomag wollte ich schon sagen, nach diesem Mercedes 206 kam mein erster Neuwagen meines Lebens. Das war ein Mazda 2000. Mazda 2000 ließ ich damals ausbauen von Westfalia, glaube ich, von einem Westfalia-Typ. Und der baute das rein, was ich haben wollte. Schrank, Heizung, Kühlschrank, Bett, Kasten. Der Mazda bekam ein fettes Hochdach mit Bett oben drin. Insgesamt hat das Teil damals mit Ausbau 32.000 D-Mark gekostet. Diesen Mazda 2000 fuhr ich 12 Jahre, 365.000 Kilometer. Allerdings nach 260.000 Kilometer kam ein Austauschgetriebe rein, weil das gefetzt war. Und irgendwann bei 300.000 auch nochmal ein überholter Austauschmotor. Und nach 370.000 Kilometer war irgendwas wieder kaputt, was mich genervt hat. Da habe ich den Bus einfach an einen Windsurfer-Kumpel von meinem Sohn Robin verschenkt. Und den habe ich dann auch öfters auf der Piste nach Makkum, nach Holland gesehen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Gerade hatte ich wieder einen Anruf von meinem Sohn Robin, der morgen schon für ein Catering-Unternehmen in Frankfurt Essen ausfährt an verschiedene Frankfurter Schulen. Das ist quasi sein Winterjob, den er betreibt neben seinem eigenen Geschäft mit Stand-Up-Paddelei. Und dann hat er immer irgendwann morgens Pause zwischen zwei Anlieferungen an verschiedene Schulen und dann telefonieren wir zusammen. Und ich erfahre immer das Neueste von der Welt da draußen. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ich war, glaube ich, stehen geblieben bei unserem Mazda-Bus, der uns 360.000 Kilometer kreuz und quer samt Anhänger, samt Trailer vom Norden Skandinaviens bis in den Süden Europas gebracht hat, immer zu allen Windsportgebieten, zu Kajakregionen. Und ja, als er dann allmählich in die Jahre kam und gebrechlich wurde, da war ich schon verheiratet mit meiner Frau Astrid, mit der ich heute noch verheiratet bin. Astrid kam auch in den Schuldienst als Berufsschullehrerin. Wir hatten beide ein gutes Gehalt, ein gutes Lehrergehalt. Hatte ich erstmals in meinem Leben oder hatte ich gemeinsam mit Astrid genug Geld, um nun mal auch ein teureres Fahrzeug zu kaufen. Und wir bekamen damals relativ schnell das Geld zusammen für einen Hightech-Mercedes Sprinter, neu, nagelneu von der Stange. Und ein Sprinter mit winterfest, mit doppeltem Boden, mit starker Truma-Gebläseheizung, mit besonderem Hochdach, sodass man auch bequem im Hochdach pennen konnte, auch sich dort hinsetzen konnte mit Nasszelle, mit Warmwasserthermo und allem Tralala, was man sich eben vorstellt für ein modernes Wohnmobil. Wobei das Wort Wohnmobil für mich auch in Bezug auf diesen Hightech-Sprinter nie der richtige Begriff war, denn im Grunde genommen war dieser Bus auch für uns immer ein Chaosmobil. Wir waren damit meist zu dritt, aber gelegentlich zu viert oder fünft unterwegs und permanent auch voll geknallt. Der ganze Bus innen, außen, oben, unten, samt Trailer am Heck mit Wind- und Wassersportmaterial. Und das war immer eine ganze Menge. Und deswegen erinnere ich mich daran, dass der Bus eigentlich nie so gemütlich zum Bewohnen war, wie ich es neulich gesehen habe bei Freund Ingo, der sich gefreut hat, in den Cevennen auf dem Campingplatz einen gemütlichen, aufgeräumten, ordentlichen neuen Campervan zu haben, wo man sich dann sogar Kerzenlicht und Blümchen aufstellen konnte. Gut, das hatten wir auch oft, aber es war immer, wie gesagt, unsere Karre, unser Sprinter, ein Chaosmobil.
Alterte allerdings frühzeitig aus verschiedenen Gründen. Einmal war er oft am Meer, an der Küste, in Salzluft und in Salzwasser und in Sand und unterwegs, permanent im Wintereinsatz in alpinen Regionen, 10 Jahre lang, jeden Winter auf dem Kaunertaler Gletscher, wo jede Menge Salz gestreut wurde und wird. Und so war dieser Sprinterbus, den wir im Jahr 2000 kauften, war im Jahr 2014 fertig. Ich habe ihn dann für 2.000 € an irgendeinen Rumänen verkauft. Der hat ihn weiterverkauft, Scheckheft gepflegt an einen Afghanen. Und der Witz war, nachdem ich das Ding für 2.000 € verkauft hatte, nachdem die Servolenkung Flüssigkeit verloren hatte und der Sprinter kaum noch zu lenken war, kam einer von diesen Busgeiern, die überall Werbung machen: Kaufe alles, kaufe alles, kaufe alles, egal wie kaputt. Okay, 2.000 € habe ich bekommen noch für den Sprinterbus. Und ich dachte so, okay, der geht nach Bulgarien oder weit, weit in den fernen Osten, wo man keinen TÜV braucht und wo die Karre noch lange Zeit fährt. Nein, der Kanu Kassel, gelbe Sprinter samt zahlreichen Aufklebern, weltweit erkennbar, landete bei einem afghanischen Wohnmobilhändler in Frankfurt. Und die Wochen drauf bekam ich permanent Anrufe von Interessenten, die unsere Karre kaufen wollten für satte 10.000 €. Der Afghaner hatte unseren Sprinter-Campingbus 4 Wochen lang für 10.000 € auf seiner Internetseite. Und alles, was da stand, war gelogen. Unter anderem Scheckheft gepflegt, nagelneu, wunderbar, alles bestens. Nur der Motor hatte in der Tat nicht mehr wie 200.000 Kilometer drauf. Und der damalige 5-Zylinder-Sprinter-Motor, da hieß es, der hält auch bis zu 500.000 Kilometer. Aber es war auch eine interessante Begebenheit, dass ich ständig Anrufe bekam von Interessenten, die fragten dann: Herr Kassel, wir wollen gerade Ihren Bus kaufen. Gibt es irgendetwas, was dagegen spricht? Ich sage: Ja, alles. Wieso denn? Sieht doch gut aus, alles bestens. Dann habe ich den Leuten aufgezählt, welche Macken der Bus alles hat, welche Fehler dieser Sprinter hat und wo er schon durchgerostet ist und was alles kaputt ist und dass es dachundicht ist und dass die Dichtungen alle am Arsch sind. Die meisten Leute haben mich dann beschimpft und waren stinkig, weil ich ihnen den Bus wieder ausgeredet habe. Was überhaupt witzig war, dass woher wussten denn die Leute alle, wer der Vorbesitzer dieses Sprinterbusses war, den sie kaufen wollten. Und da hatte der Afghaner auch ein bisschen einen Fehler gemacht. Er hat nämlich die Gasprüfungsunterlagen im Handschuhfach des Sprinterbusses liegen lassen. Und dort war ich namentlich vermerkt und so konnten potenzielle Käufer ja den Vorbesitzer ausmachen. Und das war eben der Kanukassen. Nach 4 Wochen verschwand der gelbe Sprinterbus aus den Inseraten des Afghanen. Der hatte tatsächlich einen Dummen gefunden, der diesen sehr, sehr maroden Campingbus für 10.000 € gekauft hatte. Wir selbst, meine Frau und ich, waren uns anschließend einig, was wir nicht einig, was wir nun eigentlich machen. Der Sprinter war für uns etwas zu früh futsch gegangen. Wir hatten jetzt nicht gerade mal eben satte 80.000 €, um das gleiche Auto nochmal zu kaufen. Denn genau dieser Sprinter, als Treukammer 5-Tonner mit der Ausstattung von CS Reisemobile in Norderstedt bei Hamburg, oberhalb von Hamburg, den gibt es heute noch, Sprinter Corsica, Modell Corsica. Und der im Jahr 2050 1.000 € kostete, sollte ja 2014 schon 89.000 € kosten. Und da habe ich gedacht, die haben ein Rad ab und Sprinter eh nie wieder. Eine absolute Schrottmühle. Bin den Sprinter sehr, sehr gerne gefahren. Hat mich auch allerhand Strafen gekostet, weil man mit diesem Auto einfach immer schneller fährt, wie man darf. Und dann habe ich ab und zu auch den Hänger hinten dran vergessen. Und so hatte ich plötzlich mal 3 Punkte in Flensburg in der Verkehrssünderkartei, nur wegen diesem geilen Sprinter.
Okay, und in so ab 2014, als dieser Sprinter dann für uns nicht mehr zur Verfügung stand, brauchte dieser Miran einen PKW, ich brauchte einen PKW, die Astrid brauchte einen PKW. Und das Geld, was wir gerade noch übrig hatten, das reichte dazu, ein Dacias zu kaufen. Denn zunächst war Dacia so eine schnelle Notlösung, zeigte sich aber schnell, dass diese Autochen als Billiglösung gar nicht so schlecht wie ihr Ruf waren. Und heute finde ich diese Autos klasse. Auch in den Unterhaltskosten, in den Inspektionskosten ist eine Dacia-Preisliste nicht vergleichbar mit einer Mercedes-Preisliste. Was ich in den Jahren, wo ich Mercedes gefahren bin, Mercedes 206, Mercedes Sprinter, was ich da an Inspektions- und Wartungskosten gezahlt habe, davon hätte ich drei neue Dacias kaufen können. Okay, ich selbst kam dann auf einen Trip, den nicht alle nachvollziehen konnten, auch meine Frau nicht nachvollziehen kann. Ich kam nämlich auf den Trip Back to the Roots. Ich habe jetzt keinen Bock, mir ein teures Hümer-Wohnmobil zu kaufen, wie das die meisten Rentner machen, die meisten pensionierten Lehrer machen. Und dann mit so einem Möbelwagen durch die Gegend fahren und dann zusehen, dass der immer schön sauber gepflegt und ordentlich ist. Und wenn sie irgendwo auf den Campingplatz kommen, wird erstmal der rote Teppich ausgewickelt und die Sat-Antenne aufgestellt. Auf all das hatte ich keinen Bock und habe ab 2017 auch knallhart durchgezogen. Back to the roots. Ich möchte wieder so leben, so fahren, so reisen, so denken, wie ich das als junger Mann gemacht habe, als Jugendlicher, als Student. Ja, und so fahre ich auch aktuell sogar den absoluten Luxus. Zwei Dacia Duster. Neulich hat mich so ein Ober-Umweltschützer-Guru angemacht, dass er das unverschämt von mir findet, dass ich mir sogar diese Umweltverpestung leiste und gleichzeitig zwei Autos fahre. Ich habe im Stillen nur gedacht, dieser Idiot. Ich bin zwar ein Allround-Genie und ich kann verdammt viel und ich kann immer noch ganz, ganz, ganz viel mehr wie junge Leute, aber ich kann nicht zwei Dacia Duster gleichzeitig fahren. Ich kann also nicht die doppelte Abgaswolke in den Himmel feuern oder die armen Umweltschützer vergiften mit dem Feinstaub meiner Diesel. Übrigens hat mein neuer Dacia Duster ja auch eine jetzt die Euronorm 6 mit, wollte schon gerade mit Pisse dazu, mit, ich komme jetzt gar nicht drauf, mit dem AdBlue-Zusatz, sodass der Feinstaub dort jetzt angeblich reduziert ist und ich auch mit diesem Auto in Innenstädte fahren darf. Okay, das ist jetzt der aktuelle Stand und ich liebe diese Dacias als Mini-Autos, als mobile Hundehütten. Habe extra den alten behalten, weil den pflege ich überhaupt nicht. Das ist mein Nutzfahrzeug, meine mobile Hundehütte. Und das Auto sieht im Moment aus, da kann eigentlich nur ich mich reinsetzen, die Hunde rein. Es stinkt in der wie die Pest. Das Auto ist voller Hundehaare. Aber es ist genau richtig, wenn ich jetzt hier im Winter mit diesem Auto unterwegs bin. Gefällt mir das total gut. Das Auto hat Winterreifen, hat eine Winterdachbox drauf, hat noch ein Kajak drauf. Dort befindet sich noch Wintermaterial drin. Und mein neuerer Duster, der hat Dachzelt drauf und ich liebe es total mit diesem Dachzelt und einem PKW unterwegs zu sein. Und wenn ich im Herbst, Winter oder im hohen Norden unterwegs bin, dann kommt ein kleiner Reisewohnwagen dran, der aktuell in einer Überdachungsabstellgelegenheit im Spessart steht. Und dass ich jetzt hier noch jede Menge Kanus habe und alles Material, was ich hier noch habe, drei Trailer, Kanus, Strandsegler, das ist Material, was ich bis zum letzten Tag brauche in meinem Leben. Und wenn ich dann ablebe, hoffentlich im Stehen oder in ein Pflegeheim muss, dann werden meine Kinder das Material, was hier noch rumsteht, mit Kusshand übernehmen, weiter verschenken oder selbst benutzen. Und deshalb war der Vorschlag von meinem Kumpel Ingo, ich soll das alles verkaufen, das brauche ich ja eh nicht mehr und soll mir lieber einen kleinen Minivan kaufen, einen Minicamper und soll dann mit ihm rumfahren und ein bisschen Sightseeing machen. Da komme ich vielleicht auch noch zu. Aber da bin ich noch weit von entfernt, bilde ich mir jedenfalls aktuell ein.
So, da es danach aussieht, als würde der Winter noch eine Zeit lang bleiben, präpariere ich jetzt schon mal meinen Kickspark und auch meine Trekking, die hole ich gleich raus. Und dann, Luzi, vielleicht kommt er. Dann bin ich vorbereitet, wenn die nächsten Tage weiterer Schnee fällt, was ich hoffe. Hier habe ich Skiwachs, den braucht man schon, damit bei Nassschnee, bei Pappschnee, der Schnee nicht an den Kufen festpappt und dann macht es keinen Bock mehr. Deswegen muss ich regelmäßig gucken, dass ich hier der Kickspark. Und jetzt kommen meine Dreckig-Ski dran. Da muss der Kickspark hier erstmal wieder runter. Luzi, Fly, kommt her. Hep. Ja, super. Luzi, komm. Hep. Ja, super, Mann. Stopp, Luzi, bleib! Bleib von der Kamera weg! Ja, und los! Heppa! Weiter geht's!
das es sei. Ludwig, wo bist du? Wenn ich hier auf meinem Raketenofen etwas länger kochen will, wie jetzt zum Beispiel im Pott Kartoffeln, dann nehme ich ein Stück Braunkohle-Briketts dazu und das beschleunigt dann, oder das nicht beschleunigt, das hält länger. Und deswegen kommt jetzt der Brikett dazu und dann kann ich hier eine Stunde drauf kochen, ohne dass ich Holz verfeuern muss. Dauert jetzt einen Moment, bis der Brikett angekokelt ist, aber der kommt. Jetzt ist er noch ein bisschen feucht, deswegen qualmt er jetzt. Ja. Aber wird kommen. GoPro-Aufnahme stoppen. Ja, für euch muss ich jetzt mal das Fell bürsten. Das Wasserchen. Und jetzt kommen die Kartoffelchen da rein. Oh, wie fett. So ist das schön. So. Kann ich jetzt hier so das Ding machen? Meine Kartoffeln. Komm. Okay.
Ja, ich bin mir sicher, dass jetzt einige kommentieren, ja, wo ist denn Speck, wo ist denn Schinken, wo ist denn Knoblauch und also was. Ich, Gerd Kassel, liebe Kartoffeln, schön gesalzen, gebraten mit Ei. Und kein Speck und kein Schinken und kein Dingens. Das kann jeder machen, wie er will. Und ich mache mein Zeug, wie ich will, alles klar. Ich liebe es, die Kartoffeln zu schmecken. Und wenn ich da irgendein anderes Zeug reintue, dann schmecken die Kartoffeln ja nicht mehr. Da kann ich auch gleich Pappdeckel reintun mit Schinken oder so. So, ihr kriegt auch noch ein bisschen was. Jetzt ganz langsam. So, rein. Okay.
Meine Hunde lieben es, gekochte Kartoffeln zu essen, genauso wie ich. Rohe Kartoffeln fressen Hunde nicht, sind auch giftig für Hunde und Menschen, aber gekochte Kartoffeln wie hier, Quellkartoffeln, kriegen sie von mir auch immer was mitgemacht hier. Ich möchte noch mal demonstrieren, wie gut erzogen meine Hunde sind. Sie fressen nicht, wenn sie nicht den Befehl kriegen, dass sie fressen dürfen. Und sie wissen ganz genau, das hier ist jetzt mein Futter. Ihr Futter haben sie bekommen. Und jetzt können sie mir ein bisschen zugucken. Mal gucken, wo ich mich hier draufsetzen kann. Verdammt, nochmal und zugenäht. Setze ich mich auf den Teller umgekehrt drauf. Jeder. Oh ja, das geht. Der Teller hält es aus. So, okay. Ich habe heute meine Kartoffeln mit Kokosöl gebraten. Ganz interessant. Life is life, na 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 na.
Straße. Geh, holla. Holla. Ja, holt gut. Gut, geh. Die Katze.